Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr eingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Autohersteller müssen zum Mobilitätsdienstleister werden. Nicht einfach nur Autos verkaufen, nein, man muss mehrere Mobilitätslösungen auch anbieten für jede Zielgruppe. Und da geht SEAT zum Beispiel einen ersten Schritt mit dem Label SEAT Mo. Wir haben da zwei Modelle derzeit auf dem Markt oder im Programm, und zwar den SEAT Mo 125 und den SEAT Mo 65. Zum einen urbane Mobilität, vielleicht auch für Überlandfahrten. Zum anderen die Last Mile Mobility, das heißt einkaufen oder von und zur Ladesäule fahren mit dem Kickscooter. Wir werden uns beide Fahrzeuge heute genauer anschauen. Wir werden uns die technischen Daten anschauen, die Preise anschauen. Wir werden sie natürlich auch fahren und am Ende bekommt ihr dann noch ein Gesamtfazit von mir. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den beiden SEAT Mo Modellen. Beginnen wir zunächst einmal mit dem kleinen Scooter, und zwar dem E-Kick-Scooter, dem Mo 65. Die 65 hat sich SEAT ganz gut gedacht. Woran haben sie es gemessen? In dem Fall hier an der maximalen Reichweite laut Datenblatt, nämlich 65 Kilometer, was für so einen Kickscooter schon richtig gut ist, wenn man das mal überlegt. Aber wir haben auch einen fest verbauten Akku mit 551 Wattstunden hier verbaut. Der lässt sich dann von außen mittels 220 Volt laden. In rund 6 bis 8 Stunden soll der Scooter auch wieder voll sein. Es gibt hier auch ein kleines Kennzeichen, was am Heck aufgeklebt wird. Man benötigt also auch eine entsprechende Haftpflichtversicherung. Ganz wichtig. Interessant auch, in diesem sehr umkämpften Kick-Scooter-Segment hat sich SEAT in dem Fall wirklich den wohl renommiertesten Anbieter ins Boot geholt und hat ihn umgelabelt. Wir haben nämlich hier ein Lizenzprodukt. Das ist keine Eigenentwicklung von SEAT, sondern dies ist der Segway Ninebot M30, den wir hier haben. Und der ist auch bei vielen Sharing-Modellen unterwegs. Das heißt, es ist ein sehr robuster Roller. Der ist auch wirklich sehr gut verarbeitet. Wir haben hier saubere Nähte. Der SEAT Mo ist auch zusammenklappbar. Das können wir jetzt mal kurz demonstrieren. Wir haben hier vorne eine Entriegelung, die wir hier rausnehmen. Dann klappt der auch nach unten und hier gibt es dann an der Klingel auch eine entsprechende Arretierung. So, dann haben wir den auch schon und dann können wir ihn hochheben, aber dazu braucht es halt schon ein wenig Kraft. Also viel durch die Gegend laufen möchte man damit nicht. Und selbst wenn man den dann im Auto verstaut, im Elektroauto in den meisten Fällen, dann ist das schon viel Stauraum, die er einnimmt zum einen, zum anderen eben auch viel Gewicht. Wir können das Ganze dann ganz einfach wieder hier aufklappen, verriegeln ihn und den Bolzen hier hinein und schon ist das ganze System auch wieder einsetzbar. Es gibt zwei Möglichkeiten, hier die Steuerung zu übernehmen. Ein Kickscooter, wir haben übrigens hier auch einen praktischen Ständer, wird in dem Sinne immer angekickt quasi, bevor man ihn dann wirklich elektrisch fahren kann. Das heißt also, man muss wirklich nur einmal kurz einen Schwung holen und dann gibt es hier ganz interessanterweise ein Daumengas. Und zwar auf der rechten Seite haben wir hier die Gashebel mit dem Daumengas. Auf der linken Seite der rote, der ist für die Rekuperation. Wir haben hier nämlich den Elektromotor hier hinten in dieser Radnabe untergebracht. Es wird sozusagen auch diese Achse angetrieben hier hinten. Besonderheit auch, die der Mo 65 und der Segway haben, das sind die Reifen. Wir haben hier 10 Zoll Reifen, aber wirklich Gummireifen und auch Luftreifen, die von außen auch tatsächlich mit einem Ventil befüllt werden können. Die sorgen dann auch für eine besondere Fahrstabilität und auch einen guten Komfort auf diesem Scooter. Der Akku ist übrigens hier in dem Trittbrett fest eingebaut und das feste eingebaute Akkupaket ist natürlich auch ein kleiner negativer Punkt, denn wir können ihn nicht ausbauen. Das heißt, wenn irgendwelche Defekte auftreten oder ähnliches, dann muss das gesamte Gerät oder ganze Fahrzeug eingeschickt werden und zusätzlich macht es den Roller sehr schwer. Wir haben 19,6 Kilo Leergewicht hier auf diesem Roller. Die Nutzlast sind 100 Kilo. Das heißt also, ich darf drauf. Ich wiege keine 100 Kilo. Und
Die Bremse, wie gesagt, wir haben die Möglichkeit entweder Rekuperation oder wir haben einen Zughebel hier für die vordere Bremsanlage. Gestartet wird der Scooter hier über ein kleines Display. Wir drücken einmal fest drauf, dann gibt es ein kurzes Piepsen, dann ist er auch an. Wir haben hier eine Digitalanzeige, wo wir den Akkustand sehen. Wir können drei verschiedene Modi durchklicken, Eco, Stadt und dann auch Sport. Und 20 Stundenkilometer ist die mögliche Höchstgeschwindigkeit, die wir haben. Und die maximale Steigung liegt bei 12% laut Herstellerangabe. Was ich euch empfehlen würde übrigens, wenn ihr den Mo 65 fahrt, dann solltet ihr vielleicht noch hier eine Handyhalterung unterbringen. Dann könnt ihr nämlich die App ordentlich nutzen. Ihr könnt hier tatsächlich dann mit der App euch Karten aufzeichnen lassen, wo ihr lang gefahren seid, Distanz aufzeichnen. Ihr könnt sogar sehen, wie viel Prozent Akku ihr noch habt. Also wirklich eine sehr, sehr feine Geschichte. So, und jetzt würde ich mal sagen, wir gehen mal kurz zur Fahrprüfung oder zum Fahrtest über. Einmal ankicken und tschüss! Das Anfahren geht super easy und Power hat der kleine Scooter auch mehr als genug, denn er geht kräftig voran. 20 km/h ist die eingetragene Höchstgeschwindigkeit. Die wird auch schnell erreicht. Wir haben hier eine Leistung von 350 Watt von diesem Elektromotor. Also je nachdem, welchen Modus ihr drinnen habt, ihr könnt sehr gemütlich im Eco-Modus anfahren. Ihr könnt es aber auch ein bisschen dynamischer oder eben sehr, sehr flott im Sportmodus haben. Der Scooter liegt unheimlich gut auf der Straße. Der große Vorteil dieser Luftreifen hier kommt voll zum Tragen während des Fahrens. Auch die Bremse ist fein dosierbar und handlich ist er auch wegen dem niedrigen Schwerpunkt durch den schweren Akku. Man kann da schon ganz gut diesen kleinen Kick-Scooter handeln, wenn man da mal ein bisschen flotter unterwegs sein möchte. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal wieder zurück und steigen um auf den großen Bruder. Kommen wir vom Mo 65, dem kleinen, zum großen Mo 125. Die 125 hat natürlich eine klare Bedeutung. Hier sind wir im sogenannten 125er Klasse und angekommen. Bei Rollern bedeutet das früher 125 Kubikzentimeter und das entspricht hier der Mo 125 aufgrund seiner Nennleistung. Wir haben hier eine Nennleistung von 7 kW. Mit Boost-Funktion sind es sogar 9 kW Leistung, die wir haben. Der Elektromotor sitzt, wie wir hier unschwer erkennen können, hinten am Hinterrad. Auch hier ein Radnabenmotor, der untergebracht ist hier. Wir haben die Akkueinheit. Das ist dieses Paket hier. Der hat 5,6 Kilowattstunden an maximalem Fassungsvermögen und er ist sogar herausnehmbar. Das ist die Besonderheit des Mo 125 und das schauen wir uns auch gleich noch im Detail an. Übrigens, und hier sehen wir es auch schon unten, da steht Silence übrigens drauf. Und da haben wir auch wieder das nächste Thema. Der Seat Mo ist nämlich ebenfalls ein Lizenzprodukt und zwar der Firma Silence. Der S01 genannte Roller ist identisch mit diesem, gibt es nur ein paar anderen Farben und kostet übrigens 100 Euro weniger. Zum Preis kommen wir aber auch gleich. Schauen wir uns den Mo 125 einmal hier von vorne genauer an und dann sehen wir, dass wir hier vorne schon einen LED-Scheinwerfer haben. Das können wir einmal anmachen hier, machen wir die Zündung an und dann sehen wir das Ganze auch schon. Hier ist unser Scheinwerfer untergebracht mit Lichthupe, LED-Tagfahrlicht und wir haben auch sehr laut piepsende LED-Blinker. Also das Piepsgeräusch, ich muss sagen, das hat mich schon echt die ganze Zeit genervt. Zumal es kein AWAS-System gibt, also kein Fußgängerschutzsystem. Das heißt, der Roller ist lautlos da am Rumrollen. Sobald du aber den Blinker einschaltest, kriegt jeder einen Schlaganfall und fällt halb um. Keine Ahnung, warum man sowas macht, aber gut. Schauen wir uns den Roller dann nochmal in der Gänze hier genauer an. Wir können dann entsprechend hier aufsteigen, sitzen dann ganz ordentlich drauf. Kleiner Punkt, den ich schon so ein bisschen habe. Also ich habe jetzt Schuhgröße 43 und das sind ja eher kleinere Schuhe. Wer jetzt beispielsweise als Mann etwa 45 hat, der wird schon so ein bisschen Probleme haben hier mit dem Trittbrett. Außerdem sitzt man dann mit der Zeit doch nicht so bequem hier drauf. Es gibt auch noch ein großes Windschild, was ihr euch kaufen könnt. Wenn ihr viel Überland fahrt, würde ich euch das empfehlen, denn dann ist der Windschutz hier ein bisschen besser. Was Seat hier noch drauf gebaut hat, ist ein Handyhalter.
Ich finde, der schaut etwas unbeholfen aus, hat zwar die Möglichkeit, hier das Ladekabel durchzuführen, aber sorgt auch für zusätzliche Windgeräusche. Und die Strom übrigens bekommt ihr hier unten. Es gibt zwei USB-Anschlüsse, die wir hier unten haben. Und da könnt ihr dann euer Smartphone mit Strom versorgen. Es gibt dann noch die üblichen Handtaschenhaken, die man bei solchen Rollern hat hier. Auch die Armaturen sind selbsterklärend. Die Spiegel eher relativ nah. Also wer zum Beispiel ein breites Kreuz hat, der sieht sich sehr oft hier im Spiegel. Ein bisschen schade vielleicht, könnte ein bisschen weiter draußen sein. Dann haben wir, wie gesagt, die Armaturen auf der linken Seite, die Hupe. Hört man. Blinker, wie gesagt, hört man auch. Dann haben wir hier das Fernlicht, was wir hier einschalten können, oder aber die Lichthupe, die wir hier machen können. Wir haben sogar eine Warnblinkanlage, auch die piepst sehr laut. Wenn man sich das anschaut, kann man auch wieder hier ausschalten. Und dann haben wir hier noch ein LCD-Display, wo wir dann uns diverse Infos, zum Beispiel die Inverter-Temperatur, den Trip in zwei Versionen und den Gesamtkilometerstand hervorrufen können. Oder aber wir können die einzelnen Fahrmodi durchgehen. Wir haben jetzt hier, wenn wir mal einmal kurz auf Start gehen, dann ist der Roller ready. Und dann seht ihr auch schon, er startet im City-Modus. Und wenn wir dann hier durchschalten, hoppala, falscher Taster, können wir entweder auf Sport gehen oder hier auf Eco. Und da seht ihr auch schon den Reichweitenunterschied zwischen 123 Kilometer und 76 Kilometer. Er ist für zwei Personen ausgelegt. Wir haben 170 Kilo Nutzlast, die wir hier haben. Unser Scooter kann sowohl auf dem Hauptständer als auch auf einem Seitenständer abgestellt werden, was ich gut finde. Wir haben ein Helmfach, was sich unter der Sitzbank befindet, aber um da reinzukommen, müssen wir dann schon etwas komplizierter vorgehen, und zwar wie folgt. Hauptständer, also den Scooter auf den Hauptständer, Seitenständer raus, Zündung an, und wenn die Zündung an ist, beide Bremshebel ziehen, und dann steht Seat Open da, dann können wir das hier nach oben klappen, und wenn wir da einmal genauer reinschauen, dann sehen wir schon, erstens, wir haben die Möglichkeit, hier zwei Vollintegralhelme unterzubringen, das finde ich super, oder aber ihr habt einen Helm und habt dann euer ganzes Ladeequipment zum Beispiel dabei, 6 bis 8 Stunden übrigens Ladezeit, nur über diesen Ladestecker hier, bisschen schade, ich würde da gerne einen Typ 2 Stecker haben, um auch mal im urbanen Feld eben beispielsweise auch eine normale Ladesäule anzufahren. Da die Möglichkeit gibt es hier leider nicht. Wir haben jetzt hier nur von Seat noch ein paar Sachen mitbekommen an Zubehör, die man noch kaufen kann, wie ein Felgen, wie hier ein Bremsscheibenschloss oder hier auch nochmal ein Sicherungselement. Wenn wir jetzt aber den Akku ausbauen wollen, das mache ich jetzt auch zum ersten Mal, dann sieht es wie folgt aus, dann müssen wir den Akku hier einmal hier entriegeln an dem Hebel. So. Und jetzt sollte er recht einfach hier an der Seite rausswitchen und dann hier so ein bisschen naggeln. Ja, ist er. Wenn man es will. Und dann seht ihr, klappt er auch aus und hat da unten auch Räder. Also ihr könnt ihn dann mit Rädern ganz normal rausziehen. Dann machen wir das einmal so. So, und jetzt seht ihr schon, da ist der Akku komplett draußen. Der wiegt übrigens 41 Kilo. So. Die Räder sind soweit zwar dran, jetzt sehen wir aber auch schon so einen kleinen Nachteil. Hier auf dem Untergrund sollte man ihn gar nicht rollen. Laut Bedienungsanleitung maximal 3 km/h darf er gerollt werden, was jetzt auch nicht sonderlich praktikabel ist, weil ein normaler Mensch etwas schneller geht als 3 km/h. So, ihr sollt natürlich aufpassen, der darf natürlich nie irgendwo hinkippen, der darf irgendwo gegenfallen, weil sonst habt ihr eventuell euren Akku beschädigt. Ja, und wenn ihr jetzt auch noch im 5. Stock wohnt, und da kein Aufzug ist, dann hat sich dieser Vorteil dieser kleinen Batterie leider damit auch schon erübrigt. So, und jetzt gucken wir, dass wir den da wieder reinkriegen. So, und mit Schwung soll der da reingehen. Das geht gut. So, und schon ist er drinnen. Wenn ihr ihn angesteckt habt, leuchtet übrigens hier auch die LED und die zeigt euch dann auch an, wie lange er sogar noch lädt. Aber wie gesagt, eine Ladezeit von 6 bis 8 Stunden müsst ihr, wenn er leer ist, komplett einkalkulieren. Die Reichweite liegt übrigens bei offiziell 130 Kilometern. In der Praxis jetzt bei ungefähr gut 20 Grad Außentemperatur, kann ich euch sagen, liegt da bei ungefähr 90 bis 100 Kilometer. Und jetzt würde ich mal sagen, bevor wir lange reden, werde ich mich jetzt für euch einmal umziehen und dann fahren wir los.
zügig geht es los. Der Vorteil eben eines solchen Elektrorollers ist ganz klar, er macht Fahrspaß, wenn man so ein bisschen flott beschleunigen möchte. An der Ampel ist man stets der Erste, der wegkommt, weil der E-Motor natürlich sofort die Kraft bereitstellt. 95 Stundenkilometer ist die eingetragene Höchstgeschwindigkeit, 103 km/h, die konnte ich erreichen auf einer freien Landstraße. Der Roller liegt an sich ganz ordentlich auf der Straße, der Fahrbahnkontakt ist gut. Leider aber ist die Fahrwerksabstimmung nicht sonderlich gut gelungen in meinen Augen, denn das Fahrwerk ist sehr straff. Wir haben Schläge von dem Hinterrad, die da durchdringen, oder aber die Gabel, die auch wenig Schläge dämpft, sondern auch gerne in den Lenker weiterreicht. Und dann hat man oftmals das Problem, gerade in der Stadt, wenn man dann konstant fahren möchte, dass man immer so ein bisschen am Gashebel abrutscht und das Ganze dann eben zu einer sehr ruckeligen Partie wird. Ruckelig ist auch das Thema des Elektromotors. Gerade konstant Fahrgeschwindigkeiten im Stadtverkehr sind kaum möglich, weil man ständig ein Konstantfahrruckeln drinnen hat. Das ist leider etwas unschön gelöst. Vielleicht hätte man da auch einen Tempomaten anbieten können, sodass das Fahrzeug dann konstant eben die Geschwindigkeit, die man einstellt, hält. Kommen wir natürlich zum Fazit der beiden Scooter. Fangen wir einfach mal mit dem Kleinen an. Der Mo 65 ist in seiner Klasse echt ein richtig guter E-Scooter. Er ist toll verarbeitet, er ist zwar schwer und leider lässt sich der Lenker nicht in der Höhe verstellen, aber er fährt sich richtig gut durch die 10 Zoll Luftreifen, die wir hier haben. Der Motor powert richtig gut, selbst mit schwerem Gewicht kommt er gut klar. Also hier muss man sagen, hat Seat einen perfekten Lizenzpartner gefunden, der Ihnen so einen Kick-Scooter bereitstellt. Und jetzt kommt der Witz, was kostet das Ganze denn? 749 Euro möchte Seat für den Mo 65. Ist er den Preis wert? Definitiv. Den meiner Meinung nach würde ich mir sogar privat zulegen, wenn ich einen brauchen würde. Also da definitiv eine Empfehlung wert. Kommen wir zum großen Roller, zum Mo 125. Er macht Spaß durch den Power, die der E-Motor in der Praxis bietet. Leider sind das Fahrwerk und die Abstimmung des Motors nicht ideal gelungen. Das Fahrwerk schlicht zu hart. Das Konstantfahren mit dem Ruckeln eher unschön. Das sorgt dann dafür, dass die E-Mobilität hier einen nicht so perfekten Eindruck vermittelt, wie vielleicht noch eben beim kleinen Mo 65. Hier muss man durchaus Abstriche machen, vor allem auch beim Preis. Denn der Mo 125 ist schon ein sehr teures Gerät mit 6.700 Euro. Damit 100 Euro teurer als der baugleiche Silence S01, also das Lizenzprodukt. Und da muss ich sagen, ich würde mir wahrscheinlich aufgrund der Gesamtabstimmung einen Mo 125 leider nicht kaufen. Dann doch lieber ein Elektroauto der großen Variante, vielleicht den Cupra Born. Und dann für die kurzen Wege den Mo 65. Jetzt hoffe ich, euch hat der kleine Ausblick hier in die Mobilitätslösungen von Seat Mo gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, ein Abo für den Kanal. Vor allem aber schreibt mir jetzt eure Meinung unten in die Kommentarbox und lasst uns über die zwei Scooter ein wenig diskutieren. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.